Herzlich willkommen zum dritten Spiel in der Runde. Und zwar spielen wir heute Foundation. Es ist ein Early Access Spiel. Wir sehen dort die Version. Wobei, wenn ich kenne das eigentlich so, dass die Version vor der Early Access immer mit 0 Punkt ist und 1.0 ist dann die Vollversion. Aber okay. Hier anscheinend ist die Nummerierung ein wenig anders. Ich spiele das Spiel auch noch nicht so lange. Ist wieder Aufbausimulation. Wir bauen uns ein Königreich im Stil sozusagen vom Mittelalter. Ich will jetzt nicht Mittelalter sagen, aber ne, in diesem, wo es noch Könige und Gutsherren und sonst was gab. Ist, glaube ich, gar nicht Mittelalter. Aber egal. Wir wollen hier nicht zu penibel auf die Geschichte achten. Es ist in dem Stil. Es ist von der Grafik her super süß. Es hat mir bisher super viel Spaß gemacht, da meine kleine Bevölkerung aufzubauen. Und ich nehme euch jetzt mal mit. Allerdings spielen wir heute mal tatsächlich von vorne, da bei meinem eigenen Spielstand gerade ein kleines Problemchen aufgetaucht ist und ich möchte euch das Spiel nicht zeigen mit meinem Problemchen, was ich habe, weil ich nicht glaube, dass es ein generelles Problem vom Spiel ist, sondern dass ich da irgendeinen Fehler gemacht habe. Und das muss ich nochmal ausloten, das habe ich noch nicht. Und deswegen nehme ich euch jetzt mit in ein neues Spiel. Ach, ich habe noch gar nicht gesagt, von wem das Spiel ist. Von Polymorph Games. Entwickelt und wird dann wahrscheinlich auch von Polymorph Games gepublished. Es ist vom 1. Februar 2019, bin ich der Meinung. Ja. Ja, und dann schauen wir mal, wie euch das Spiel gefällt. Also mir macht es auch sehr viel Spaß. Ist auch ein Spiel, wo ich echt wirklich nebenbei mir Hörbücher anmache und vollkommen entspanne. Und wir starten in ein neues Spiel. Es gibt 5 Maps: Hügel, Küste, Flussbett, Berge und Tal. Ich habe meinen aktuellen Spielstand beim Flussbett. Ich möchte euch aber mal die ursprüngliche Map zeigen, die. Ich weiß gar nicht, seit wann es die anderen gibt. Aber so habe ich das Spiel halt kennengelernt. Anscheinend gibt es schon Mod-Kompatibilität. Ich spiele es aber Vanilla, weil ich es erstmal so kennenlernen möchte. Ich weiß ja nicht, ich habe ja noch nicht den vollen Content ausgeschöpft. Also ich spiele es wirklich noch nicht so lange. Und deswegen fangen wir erstmal an mit dem Vanilla-Spiel. Und ich will euch ja nur jetzt ein bisschen zeigen, was das Spiel bisher so bietet. Es ist halt Early Access, es soll wohl noch sehr, sehr viel Content dazukommen. Und wir lassen uns einfach mal überraschen, was aus dem Spiel noch wird. Aber der Anfang ist schon mal sehr, sehr gut. Ich muss tatsächlich sagen, ich begleite teilweise echt gerne Spiele in der Early Access. Es gibt ein paar Spiele, die ich wirklich sehr lange begleitet habe. Von sozusagen Anfang bis zum Ende. Das ist einmal Earthlock. Da habe ich ja Earthlock Festival of Magic gespielt. Das ist ja die sozusagen Vorversion gewesen. Und dann haben sich die Entwickler gesagt, nee, nee, wir wollen es besser machen. Und haben dann beschlossen, noch eine Version von Earthlock rauszubringen, die wirklich nur Earthlock heißt. Und da habe ich den ganzen Weg mitverfolgt und das Spiel ist einfach so gut geworden. Das habe ich aber schon Let's Played. Ich habe zu dem neuen Earthlock schon Let's Tests gemacht. Da kommt nichts nochmal zu. Ist aber ein wunderbares Spiel, was ich auch empfehlen kann. Oder auch For the King habe ich auch schon ein bisschen auf dem Kanal gezeigt. Das habe ich auch super lange schon begleitet. Aber jetzt zu Foundation, bevor ich euch von anderen Spielen erzähle, während wir hier uns eigentlich das Spiel angucken wollen. Aber ich wollte nur sagen, Early Access Spiele können wirklich sehr gut sein und sich wirklich sehr gut entwickeln. Und das waren zwei Beispiele dafür. Wobei beide jetzt schon Vollversionen sind. Also. So. Wir dürfen uns ein Stück Land aussuchen. Wir nehmen natürlich was, wo es Ressourcen gibt. Hier ist doof, weil die Nahrungsressource hier, das sind so Beeren. Na, wir ernähren uns erstmal von Beeren. Außerhalb liegt. Dann haben wir noch eine Steinressource, die wir auf jeden Fall brauchen. Hier haben wir viel Stein. Auf jeden Fall Nahrung. Wald. Und hier haben wir zweimal Nahrung, ein bisschen Stein und sehr, sehr viel Wald. Haben wir noch mehr Felder. Hier, total auf dem Hügel.
Oder hier, das sieht auch gut aus. Aber weiter rauszoomen kann ich gerade nicht. Aber das ist hier so die Map. Also relativ groß, finde ich. Hier ist noch ein Stück Land. Man hat also viel zu tun, wenn man das ganze Stück Land besiedeln möchte. Aber ich denke, was ist hin? Wir nehmen das Stück Land mit den zwei Nahrungsressourcen. Das kann am Anfang nicht schaden, wenn man genug Nahrung hat. Also kaufen wir jetzt dieses Land. Unsere erste Aufgabe ist, ein Dorfzentrum zu bauen. Mehr können wir auch noch nicht. Damit fangen wir an. Wir bauen das natürlich direkt in die Mitte. Jetzt haben wir hier acht kleine Leutchen, die für uns rumlaufen. Wen haben wir denn? Wir haben den Rudolf. Oh, der ist schon 21. Ich habe auf Pause gedrückt. Nee. Hildegard. Amalia. Grace. Wir haben super viele Frauen. Ja, Grace habe ich jetzt doppelt angeklickt. Die stehen manchmal so schön ineinander. Winona. Ihn hatten wir noch nicht, ne? Und ja. Joakob. Heißt das so? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Okay, nächste Aufgabe. Platziert ein Holzfällerlager. Das machen wir natürlich da, wo der Wald ist. Und wir müssen jetzt einen Baumeister bestimmen. Das macht mal der Joakob. Jakob, würde ich fast sagen. Auch wenn ich ihn nicht aussprechen kann. Er wird das jetzt erledigen. Jetzt können wir auch ein bisschen mehr bauen. Eine Sammlerhütte. Und hier auch hin. Und dann noch ein Steinbruch. Kommt dahin. Natürlich alles erstmal bei den Ressourcen. Kommen wir gucken ihn mal bei der Arbeit zu. Er muss erstmal Platz schaffen. So, kannst jetzt bauen. Wie viel Platz braucht denn das Holzfällerlager? Was machst du jetzt? Hole gerade ein paar Ressourcen. Okay. Hatte ich jetzt alle Mädels? Grace? Ach, haben wir zwei Grace? Nee. Helene haben wir noch. Die habe ich noch nicht angeklickt. So, wir verfolgen ihn mal weiter. Da heimert er fleißig und baut das Holzfällerlager. Hier können wir auch sehen, wie der Status ist. Oh, die Säge glitscht ein bisschen in den Baumstamm rein. Okay, Holzfällerlager ist fertig. Das heißt, wir dürfen jetzt einen freien Dorfbewohner dazu weisen. Und ich nehme jetzt einfach einen Random. Und das ist die Winona. Die ist jetzt eine Holzfällerin. So, unser Baumeister ist schwer beschäftigt. Muss gleich die Sammlerhütte weiterbauen. Oh, wir müssen noch eine. Genau. Hier läuft es über Abbauzonen. Das heißt, ich bestimme jetzt, was sie alles fällen darf. So, das darf sie hier alles schon mal fällen. So, dann das noch als Abbauzone markieren. Und jetzt geht die Winona arbeiten. Ja, wir sollen Beeren produzieren. Das ist unsere Nahrung aktuell. Unser Baumeister hat schon was anderes an. Er ist unzufrieden. Ja. Er versucht gerade seine Bedürfnisse zu erfüllen. Wird gerade aber schwer. Habe ich schon wieder auf Pause gedrückt? Ne, jetzt. Ich will nicht schon einen zweiten Baumeister einstellen, weil wir noch so wenig Menschen haben. So, jetzt gehen wir wieder arbeiten. Jakob, komm. Da, das muss fertig werden.
Wo geht ihr jetzt wieder arbeiten? Ach, ich muss einen zweiten Baumeister, sonst wird das hier nie fertig. Die Marie wird jetzt noch Baum. Ach, jetzt geht er wieder los. Jetzt, wo ich hier drohe, einen zweiten Baumeister einzustellen. Guck mal, bei Nona war schon fleißig. So, am Anfang zoome ich gerne rein. Dann kann man noch gut mitgucken, wenn es dann irgendwann anfängt zu wimmeln. Dann mag ich es lieber, wenn man von oben guckt und sieht, wie es alles vor sich hin wimmelt. So, freien Dorfbewohner zuweisen. Bei Nahrung können wir, glaube ich, schon gleich zwei zuweisen. Amalia und Hildegard. Weil Nahrung ist wichtig. So, jetzt wird hier der Steinbruch, genau, bearbeitet. Und dann gibt es gleich noch Steinmetze und dann... bauen wir hier mal gleich einen Brunnen. Denn das ist eins der Bedürfnisse, nämlich Wasser. Das können wir uns ja mal angucken. Hier, die Bedürfnisse sind, also Grundbedürfnis ist Wasser und Nahrung. Und dabei ist es, glaube ich, egal, welche Nahrung. Ihr habt einen Auftrag. Speicher. Baut ein, genau, hier oben, ne? Baut einen Speicher, einen neuen Träger zu weisen und das Nahrungsmittel, was eingelagert werden soll, soll man auch zuweisen. So. Dann bauen wir mal den Speicher hier. Ist alles gerade noch sehr klein, aber irgendwann entwickelt sich das. Ich kann ja wieder am Ende, so wie bei Two Point, euch mal einen Blick von einem in meinen anderen Spielstand zeigen. Da wollte ich bloß jetzt nicht weiterspielen. So, wir brauchen noch einen Träger und einen Steinmetz. Komm, zweiter Baumeister geht doch noch. Die Marie. Zeigt jetzt mal den Jakob, wie das arbeiten. Oh, sie hat gleich andere Kleidung an. Das Baumeister hier, die Ehrenpflücker haben so ein Hütchen auf. Sie sieht irgendwie gar nicht anders aus als Holzfällerin. Ja, oben ist wieder eine Leiste, ne, wo unsere Ressourcen aufgelistet sind. Ich denke, das ist so wie bei den meisten Aufbausimulationen. So, Steinbruch ist fertig. Freien Dorfbewohner hinzufügen. Helene. Helene ist jetzt Steinhauer. Ja, und man sieht, ne, es bilden sich so langsam Wege, da muss man nicht drauf achten. Man kann halt alles frei platzieren innerhalb seines Gebietes. Das finde ich total cool. Und dadurch entstehen auch voll coole Strukturen, die man einfach nicht so vorhersieht oder die man so vorhersehen kann. Und wir machen minus 1 Gold. Wie weit sind wir hier? Wir brauchen 5 Steine. Haben wir schon 5 Steine? Ne, wir haben erst einen. Man kann nachher auch Leute noch umverteilen. Das ist nicht das Problem. Das heißt, wir machen nochmal Grace. Wird auch nochmal ein Steinhauer. Wir müssen natürlich Abbaugebiet. So, jetzt kann sie auch... Oh, arbeiten. Darf man nicht vergessen. Sonst arbeiten die nicht. Jetzt sollte das auch schneller mit den Steinen gehen. Gucken wir mal.
Hier fehlen noch die Steine, ne? Ja. Zwei Steine, der Brunnen, da fehlen auch noch ein paar Steinchen. So, und wenn der Brunnen fertig ist, haben wir uns schon mal unsere Grundbedürfnisse dann gestillt. Was schon mal super gut ist. Und dann schauen wir mal weiter. Wenn wir den Speicher dann fertig haben. Am Anfang kommen halt diese kleinen Aufträge, was man machen kann, was man machen sollte. Und dann irgendwann entwickelt sich das von alleine. So, die ganzen Fenster machen wir mal kurz weg. Sonst nicht so schön aus. Ist zwar gut, was Informationen angeht, aber sieht ja hier, wenn wir das zusammen spielen, nicht so hübsch aus, wenn ich die ganzen Informationsfenster offen habe. Okay, Brunnen ist fertig. Versorgt die Dorfbewohner mit Wasser. Gucken wir hier nochmal bei der Arbeit zu. Wie sie hier fleißig bauen und sammeln. Oh ja, die Steinmetze sehen wieder ein bisschen anders aus. Und warum hat er schon orangene Hosen an? So, Wasser ist befriedigt. Nahrung sollte auch vielleicht soweit sein. Also, wir bauen jetzt den Speicher und dann baue ich was, damit die Nahrung befriedigt wird. Gesammelt ist ja schon. Aber das ist nicht das Einzige, was man machen muss. Okay, Ressource fehlt. Dann können wir doch schon mal mit dem anderen anfangen, sonst warten wir viel zu lange. Wir bauen einen Stand, einen Lebensmittelstand. Einfach mal, wir können auch direkt neben den Brunnen. So. Oh, ich habe ihn einfach wieder mitgenommen. Bau beginnen. Dann brauchen wir gleich jemanden, einen Träger brauchen wir noch und jemanden, der den Markt bedient. Das wird dann vielleicht doch die Marie. Ich glaube, ein Baumeister reicht dann erstmal. So, da wird der Markt gebaut. Und wie ihr seht, es ist relativ langsam. Deswegen höre ich dabei immer Sachen. Ich kann ja auch mal ein bisschen schneller stellen. Das wollte ich bloß am Anfang euch nicht gleich reindrücken, die schnellere Geschwindigkeit. So, der Speicher ist fertig. So, wir haben nur noch den Rudolf. Der ist jetzt Träger. Und hier kommen die Bären rein. So, wir haben 100 Gold dafür erhalten. Gebäude fertiggestellt, Markt, das wäre der nächste Auftrag gewesen. Glaube ich. Genau. Baut einen Brunnen, baut einen Markt. Erfüllt die Bedürfnisse eurer Neuankömmlinge. Das habe ich schon gemacht. Wir müssen jetzt noch einen Marktarbeiter zuweisen. Es werden Bären verkauft. Und wir weisen Marie, wenn jetzt unsere Marktdame. Und den Auftrag haben wir wieder abgeschlossen. Das heißt, ich drücke jetzt mal auf ein bisschen schneller. Dann wuselt das ein bisschen mehr. Ihr habt einen neuen Auftrag. Steigert eure Bevölkerung, indem ihr die Wahrscheinlichkeit der Einwanderung maximiert. Wir müssen dafür die Zufriedenheit unseres Dorfes auf 100 bringen. Und unsere Markthändlerinnen haben auch so ein schönes blaues Kleidchen jetzt an.
Und das geht jetzt von ganz alleine. Also jetzt können die Bürger ihre Bedürfnisse stillen. Und dann geht die Zufriedenheit relativ zügig auf 100. Es muss, glaube ich, auch jeder einen Job haben. Genau, jeder braucht einen Job. So, und wir gucken mal. Guck mal, wir sind schon bei 94. Wir können ja mal gucken, wie es denen so geht. Guck mal, Bedürfnis schon erfüllt. Fast erfüllt. Hier auch fast erfüllt. So, Auftrag abgeschlossen. Wir sind bei 100. So, von den vorbeilaufenden Passanten entschieden sich eins. Ja, das ist doof. Entschied sich einer, euch dem Dorf anzuschließen. Das heißt, wir bekommen jetzt Zuwanderung und wir können mehr Sachen bauen. Wir fangen als nächstes an, ein Sägewerk zu bauen. Das kommt mal direkt neben den Holzfäller. Ach nee, hier ist der Eingang. Wenn der neue Passant denn da ist, ich weiß gar nicht, von wo der kommt. Irgendwann sieht man sie dann hier langlaufen. Dann wird der unser Schreiner. Und darf uns ein paar Bretter hinstellen. Ja, und habe ich gerade gar nicht so krass explizit erklärt, aber man kann halt... Ah, da kommt das schon an, ne? Wer ist denn da? Wer bist du? Der Hans ist da und er ist arbeitslos. Der kriegt gleich Arbeit. Man kann die Objekte komplett frei platzieren. Eine Botschaft aus dem Königreich. Das Königreich erkennt eure Bemühungen bei der Gründung eurer Siedlung an. Natürlich sind wir nur euer bescheidener Diener. Wir kriegen plus 4 auf... Wir müssen uns das gleich nochmal angucken. Und wir haben ein neues Lagerhaus, also ein neues Gebäude freigeschaltet. Und zwar das Lagerhaus, wenn wir darauf klicken. Also, wenn wir 10 Neuankömmlinge haben, dann können wir das Lagerhaus freischalten. Da werden dann alle Waren gelagert, die nicht Nahrung sind. Genau, hier haben wir die Stände und... Wir können hier bestimmen, welchen Einfluss wir auf die einzelnen Stände haben. Meine Zunge wird langsam träge. Ich nehme gerade alles am Stück auf. Und die Folgen sind ja doch recht lang. Die Spiele machen super viel Spaß und ich würde euch super gerne die Spiele so zeigen. Ja, und bei dem Einfluss, dann können wir hier noch mehr Sachen freischalten, die es gibt. So. 8 Dorfbewohnern fehlt es an einem Platz für Häuser. Die ersten 8, die wir haben, sind keine Neuankömmlinge mehr, sondern Leibeigene. Das ist die nächste Stufe in der Hierarchie. Und die wollen ein Wohnhaus haben. Die haben jetzt das neue Bedürfnis. Können wir uns das mal angucken bei irgendwem hier. Die wollen einen Wohnraum haben und dann später auch... Glauben, also Kirche. Genau, befördert den ersten Neuankömmling, baut ein Herrenhaus, weist einem Raum im Gebäude Herrenhaus die Funktion große Halle zu, befördert ein Dorfbewohner zu Leibeigene bis zum Ende des Monats und schaltet das Lagerhaus aus dem Ständefenster Arbeiterschaft frei. Das sind unsere Aufgaben gerade. Und was wollte ich jetzt bauen? Ich wollte Wohngebiet anzeigen, wo sie alles wohnen dürfen. Und sie dürfen sich mal auch gerne hier ausbreiten. So. Das wird hier so jetzt der Wohnraum. Und da wird auch schon das erste Häuschen gebaut. So. Sägewerk ist fertig. Der Hans. Der Hans ist jetzt Schreiner. Was hatte er gerade für ein Problem? Kein Problem, oder? Nee.
Gar kein Problem. So, wann kann ich das freischalten? Bei 10 Neuankömmlinge. Da fehlt uns ja noch einer. Wir müssen mal gucken, wenn wir wieder 500 Gold haben, ob wir uns nicht schon ein zweites Stück Land holen. Weil so viel Fläche haben wir jetzt ja doch nicht mehr. Wohnhaus ist fertig. Hier ist das erste Häuschen. Wer wohnt denn da drin? Winona und Helene. Die wohnen da drin. Ja, genau. Wichtig ist halt, dass man den Markt baut, weil sonst wird das Essen nicht verkauft. Und wir machen kein Geld. So, die ersten Holzbretter. Oh, das geht wieder so schnell. Die ersten Holzbretter sind da. Mal gucken, aber ich glaube, wir brauchen fürs erste wieder 500 Gold, ja. Ab und zu kriegt man als Belohnung, dass man dann halt so ein Feld für günstiger freischalten kann. Das war unsere Bilanz. Aber an sich kostet so ein Feld halt 500 Gold. Da muss man immer warten, bis das hier voll ist. Zweites Wohnhaus ist fertig. Wer wohnt hier? Die Amalia und der Jakob. Und ich weiß nicht, ob ihr das Spiel auch zum Beispiel schon gespielt habt, ob ihr euch das gerade anguckt, weil ihr das Spiel schon kennt oder weil ihr es noch nicht kennt. Vielleicht diejenigen, die es kennen. Ich verstehe manchmal die Finanzen nicht so. Warum es manchmal runtertickt, obwohl da plus 6 steht. Wer weiß, wer weiß. Also das ist manchmal sehr komisch. Finde ich. Zumindest ist es für mich nicht einleuchtend. Wohnhaus ist wieder fertiggestellt. Yay, ein neuer Passant kommt. Und wo kommt? Da kommt er wieder von hier unten. Den noch nicht. Der andere war ja dann doch recht schnell da. Ich warte gerade auf die 500, deswegen guck gerade die ganze Zeit gebannt da oben hin, ob wir endlich die 500 erreichen. Aber anscheinend nicht. So, welches Haus? Das war noch fertig. Hier wohnen Grace und Marie. Ach, da ist der Neue, oder? Bist du der Neue? Nee, das ist der Hans. Das ist der Schreiner Hans. Oh, da kommt die Neue. Ja, die Pracht eures Dorfes hat eine neue Stufe an Freischaltmöglichkeiten entsperrt. So, wir haben gleich auch die 500, hoffentlich. Ja, so, wir kaufen uns ein neues Stück Land. Und zwar... Hier ist nichts, ne? Hier ist nichts. Ist auch nichts. Ich glaube, wir nehmen lieber das, weil es auch noch, Ressourcen hat. Das wäre schöner, weil man hier das Dorf erweitern könnte. Aber wir nehmen das, weil wir natürlich die Ressourcen brauchen. So, jetzt sind wir wieder pleite. Aber die Marie, die Neue ist nicht die Marie. So. So. Die Neue ist die Kunigunde. Bedürfnisse sind schon erfüllt. Ach, wir wollten das Lagerhaus freischalten.
zwar hier. So, Lagerhaus ist freigeschaltet. Das bauen wir jetzt auch gleich direkt. Ach, wir haben gerade keine 50 Gold. Wir müssen kurz warten. Das Lagerhaus kommt dann hier hin. Ja, wir müssen gleich eine Handelsroute freischalten. Machen wir auch. Ich warte gerade. Na okay, da können wir lange warten auf die 50 Gold. So, Handelsware. 20 Bretter brauchen wir dafür. Wir haben schon 22. Handel ist aktiviert. Einen freien Landstrich. Müssen wir gleich mal gucken. Und wir gucken mal, was wir kaufen wollen. Auf jeden Fall Werkzeuge. Dafür müssen wir das Lagerhaus bauen. So. Lass uns mal weiterlaufen. Ich wollte mal kurz gucken. Ein freier Landstrich. Ja, kostet nur 25. Also kostet Steuern. Das heißt, wir können den hier theoretisch jetzt einfach nehmen. Und wir haben noch einen Landstrich. Da war ich ein bisschen voreilig, aber es ist an sich nicht so schlimm. Weil man das Geld schon wieder zusammenbekommt. Da wir jetzt kurz Geld fahren müssen, drücke ich mal noch schneller. Damit wir gleich das bauen können und wir hier nicht zu viel Zeit mit Warten verbringen. Es ist tatsächlich relativ langsam, finde ich, und es ist sehr entspannt dadurch. Weil bei den meisten Aufbausimulationen, ich habe es mal mit Anno 1404 probiert, da wurde es dann sehr schnell, finde ich, also für mich persönlich zu schnell zu stressig. Und da finde ich das hier schöner und angenehmer zu spielen, weil es nicht ganz so schnell geht. Alles. So, wir haben 50 Gold. Wir können jetzt das Lagerhaus bauen. Es kommt hier hin. Drück mal wieder nur auf 2-fache Geschwindigkeit. Das reicht. Vollkommen aus. Sonst ist das zu schnell, finde ich. Sonst genießt man das nicht mehr. Kann man gar nicht hier zugucken. Du bist immer noch arbeitslos, ne? Du kriegst gleich einen Job. Ich darf nämlich die Trägerin fürs Lagerhaus sein. Nahrung sieht sehr gut aus. Holz wird gerade halt sehr viel benötigt, deswegen ist es immer leer gefühlt. Ich bin gerade voll irritiert. Warum steht da unten 39 Minuten und ich habe in der Aufnahme nur 33 Minuten? Nicht, dass der Anfang weg ist. Von der Aufnahme meine ich. Ich muss da mal reingucken. Vielleicht läuft das Spiel schon 39, aber das macht auch keinen Sinn. Kann es sein, dass die Sekunden schneller ticken? Ich kann es leider nicht so direkt nebeneinander sehen, weil mein Aufnahmefenster sozusagen rechts unten ist und hier unten ist diese Zeit. Die sehen für mich viel zu schnell aus für eine Sekunde. Die Zeit hier. Komisch. Noch ein Mysterium, was ich gerade in dem Spiel gefunden habe. Was überhaupt nicht schlimm ist. Ich finde das Spiel bisher sehr, sehr gut. Aber es gibt natürlich immer noch kleinere Bugs und solche Sachen in Spielen, die noch nicht fertig sind. Das muss man einfach wissen, wenn man Early Access spielt. Aber doch, das Spiel wirkt für mich schon relativ gut entwickelt. Und ich bin gespannt, was es noch an Content denn gibt. Beziehungsweise ob ich mein Problem gelöst bekomme. Oder ob ich einfach den Spielstand dann weiterspiele und hoffentlich nicht das Problem habe.
Aber ich zeige euch am Ende natürlich nochmal den Spielstand, wenn es ein bisschen mehr aufgebaut ist. Ich finde, es sieht jetzt schon cool aus, wenn sich so nach und nach ein paar Sachen dann entwickeln. Hatte ich nicht gerade eine Nachricht bekommen? Okay, anscheinend nicht. Und das dann immer größer wird und... So, ein Passant ist da. So, neuer... Also kommt Kunigunde. So, und dann haben wir hier jetzt... Nee, nicht Steinblöcke. Werkzeuge. Ich muss ja erstmal kurz den Gesandten empfangen. Mein Lord, wir müssen wählen, wem wir helfen wollen. Ich werde dem König helfen. Ich werde dem Klerus helfen. Oder ich werde meinem Volk helfen. Wir können uns das jetzt aussuchen. Wir müssen auf jeden Fall zu irgendwem 30 Bieren liefern. Oder auch nicht. Können wir auch sagen, auch ablehnen. Wir werden jetzt mal den Klerus helfen. Dafür müssen wir jetzt hier gucken. Haben wir 30 Bären im Lager? Haben wir. Können wir also liefern? Haben wir geliefert. Sehr schön. Und hier wollte ich jetzt die Werkzeuge. Und jetzt können wir auf das Handelsfenster gehen. Das ist hier oben versteckt. Und wir können sagen, wir wollen Werkzeuge einkaufen. Und ich sage immer bis zum Wert. 20. Kaufen bis zum Wert 20. So, erste Handelsroute ist errichtet. Und wir können auch gleich hier so Sachen wie Holzbretter einlagern. Weil sonst werden die hier gelagert und wenn die nicht gleich verbraucht werden, ist irgendwann meckern die Bewohner, dass sie so vollgestopft werden. So, theoretisch müssten wir jetzt ein Herrenhaus bauen. Oh, da kommt der Händler schon. Vielleicht mal verfolgen. Ah, bleib hier. Oh, warte mal. Ich wollte ihn kurz einfangen. Wir haben leider noch nichts, was wir ihm verkaufen. Ist er jetzt einfach durchgerannt? Tschüss, Händler. Ich möchte doch was kaufen. Habe ich das nicht eingestellt? Ich habe Werkzeuge eingestellt. Und hier habe ich doch auch eingestellt, oder? Kaufen bis zum Wert. Verkaufen, okay. Vielleicht müssen wir auch irgendwas verkaufen. Hier machen wir mal nur 5 oder so. Ja, 5. Gehen wir auf das falsche Fenster. So. Wir arbeiten alle fleißig. Dann können wir ja mal anfangen, ein größeres Projekt zu bauen. Brauchen wir denn fürs Herrenhaus Bretter und Steine? Dann bauen wir doch gleich das Herrenhaus. Erstmal ein kleines. Man kann es später ja immer alles wieder abbauen und wieder woanders aufbauen. Das kommt mal hier hin. So, eine Tür braucht es natürlich. Wir bauen erstmal so ein kleines. Weil sonst ist das so teuer und man wird nicht fertig. Also man kann gleich schon relativ pompös aufbauen. Aber dann wird es echt relativ teuer und es braucht so lange, bis es fertig ist. Und ich will es euch gerne noch zeigen. Die Zeit vergeht hier... Achso, weil ich es auf doppelte Geschwindigkeit gestellt habe. Ha! Aber das dürfte doch die richtige Ingame-Zeit nicht... Naja. Theoretisch dürfte das sie nicht beeinflussen. So, dann gucken wir mal, wie sie hier fleißig gleich bauen. Oh, zwei neue Passanten kommen. Das ist auch schön.
Oh, da ist schon mal das Fundament. Und jetzt baut er da innen drin. Nicht, dass er gleich kommt, dass er feststeckt. Oh, wir machen Minus, aber ganz schön doll Minus. So. Okay, wie viele Arbeitslose haben wir denn? 3 Stück. Und dann kann noch jemand beim Holzfäller helfen. Der Hermann. Der Hermann hilft beim Holzfällen. Und wo könnte man noch? Wir könnten hier nochmal einen Sammler. Ich bin total auf Nahrung fixiert. Aber ich finde es besser, wenn man gut, also wenn man viel Nahrung hat und sich nicht darum kümmern muss, dass dann die Leute verhungern. Da kommt der Händler. Hat er 8 Werkzeuge hat er diesmal da gelassen. Okay. Es kommen wieder neue Dorfbewohner. Seid ihr alle arbeitslos? Nee, ne? So viele Arbeitslose haben wir doch gar nicht. Nur Baptiste ist noch arbeitslos. Er kriegt aber auch noch Arbeit. Weiß aber noch nicht was. Herrenhaus ist fertig. Da ist es. Voll schick. Relativ schlicht, aber ich meine. So, wir müssen jetzt die große Halle zuweisen. Funktion. Große Halle. Und 5 Prunk. Prunk ist halt das, was man braucht, um gewisse Sachen dann freizuschalten. Das andere ist Loyalität oder Einfluss. Ich schon wieder auf Pause gedrückt? Nee. War nur da, wo keiner rumsteht. Dann können wir nochmal. Wir haben ja jetzt schon noch einen Arbeitslosen. Dann gibt es jetzt nochmal ein Steinmetz. Der kommt einfach mal hier so hin. Und wir sind wieder im Plus. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob wir schon befördern können. Ich glaube ja nicht. Das dauert eigentlich immer relativ lange, bis dann die ersten Beförderungen da sind. Quatsch, ich wollte irgendwas gucken. Bedürfnisse. Ich mach's mal lieber über die Liste, sonst laufen sie mir mal so weg. Ich wollte mir den John angucken. Ja, Bedürfnisse sind zum Beispiel noch nicht ganz erfüllt. Man kann halt erst befördern, wenn die Bedürfnisse erfüllt sind. Steinmetzhütte ist fertig. Das heißt, der Baptiste darf jetzt Steinmetz werden und 2 neue Bewohner kommen. Und damit haben wir das erste kleine Dörfchen oder die Grundsteine für unser Dörfchen gelegt. Und ich will jetzt einfach mal diesen Spielstand verlassen. Ich speichere ihn mal ab, falls dann doch nochmal was passiert. Nenne ich ihn LP. Und wir gehen einmal ins Hauptmenü. Verabschieden uns von dem Namen ohne Namen. Dorf ohne Namen. Und wir spielen. Oder ich zeige euch jetzt mal mein Dorf ohne Namen. So. Das ich bisher schon gebaut habe. Es ist halt auch eine andere Map, wo ein bisschen Wasser ist. So, willkommen in meinem kleinen. Meiner kleinen Stadt kann man das schon sagen, bei, naja, Stadt noch nicht bei 100 Einwohnern. Und da baue ich gerade, ach nee, da habe ich gerade eine große Kirche gebaut, weil die alle mehr glauben wollten. Ich kann hier mal ja, gehen mal ein bisschen langsamer. Das war meine, also hier stand ursprünglich eine Dorfkirche, das ist schon eine Weiterentwicklung. Die habe ich einfach umgebaut.
Hier war halt mein Dorfzentrum. Und es hat sich hier drumherum alles entwickelt. Hier ist immer noch das Dorfzentrum, schön mit Kirche in der Mitte, so wie man es aus mittelalterlichen Städten kennt. Zumindest ist das das, was ich aus aus meinem Geografieunterricht noch mitgenommen habe. Ich habe nicht viel daraus mitgenommen, aber das schon. Hier ist so ein bisschen das Handwerkerlager. Hier sind die Sägewerke, Lager, Steinmetz. Hier ist der Markt. Das wird hier gebaut. Okay. Hier ist eine Taverne, die ich irgendwann in Betrieb nehmen möchte. Noch geht's nicht, aber bald. Dann geht's weiter. Hier sind meine Bäckereien. Und hier drüben sind die Bauern angesiedelt mit ihren Windmühlen. Und hier oben musste ich jetzt Wohnfläche zeigen. Weil wir sehen, wir haben die ganze Zeit die Meldung, einem Dorfbewohner fehlt es an Platz für sein Haus. Und ich verstehe es nicht. Ich zeige euch mal den Bereich. Achso, hier hinten ist auch noch ein bisschen Handwerk. Hier ist Köhler, Schmied, Eisenmine. Hier sind die Bauern mit Schafen und Kühen. Hier ist die Schneiderei. Die ist total überfüllt, die produziert total über. Was habe ich hier noch so? Nee, das ist nur ein Wohnhaus. Ja, das ist so das, was ich bisher gebaut habe. Angeblich in 10 Stunden. Ich glaube, es war weniger. Aber ja, das Problem mit dem Dorfbewohner fehlt es an Fläche. Alles, was grün ist, ist Wohnfläche. Also ich habe einfach alles markiert. Und das Problem geht einfach nicht weg. Und deswegen weiß ich nicht, was da los ist. Ich will das Problem irgendwie mal lösen. Also theoretisch dürfen sie jetzt überall bauen. Ach, hier ist mein Herrenhaus. Das ist natürlich schon ein bisschen größer. Das kriegt noch eine richtig fette Hecke drumherum. Und vielleicht noch ein paar Anbauten. Ich muss mal schauen. Ja. Und die Kirche habe ich gerade letztens fertiggestellt. Das ist auch so ein riesen Ding an Kirche. Und bietet aber super wenig Platz. Nur 44 Leute passen rein. Ja, das zur Foundation, so kann es dann irgendwann mal aussehen. Ich bin bei weitem noch nicht durch. Ich will erstmal das Problem mit dem Platz lösen. Und ich hoffe, euch hat das Spiel auch ein bisschen gefallen. Es ist halt relativ langsam, deswegen will ich das gar nicht streamen oder großartig als Projekt machen. Weil man halt schon auf Geschwindigkeit 2 oder 3 stellen muss, damit ein bisschen Fluss im Spiel ist. Ansonsten verbringst du sehr, sehr viel Zeit damit zu warten, einfach nur. Weil du auch nicht alles gleichzeitig bauen kannst, weil dir die Ressourcen fehlen und sonst was alles. Aber zum Entspannen, zum nebenbei was hören, gucken, ist es absolut geeignet. Und ich bin gespannt, was echt noch an Content da reinkommt. Ja, und damit würde ich mich verabschieden mit diesem wunderschönen Wimmelbild sozusagen. Und wir sehen uns dann morgen wieder zum letzten Video. Also, freut euch drauf. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.